Touren im winterlichen Gelände sind sehr faszinierend, vor allem abseits von der Piste. Aber die Idylle, die kann trügen. Es herrscht Lawinengefahr und vor allem, wenn es frisch geschneit hat, ist es besonders kritisch. Darum ist es sehr wichtig, dass man sich mit der Lawinengefahr auseinandersetzt. Wenn man Unfälle anschaut, sieht man, dass über 90% von diesen Unfällen sind die Lawinen von den Tourengängen selber ausgelöst worden. Und darum ist der richtige Umgang mit der Lawinengefahr sehr wichtig. Und man muss auch berücksichtigen, dass der Faktor Mensch auch eine wichtige Rolle spielt in der ganzen Entstehung von Lawinen. Die Beurteilung von der Lawinengefahr, die passiert in 3 Phasen. Die 1. Phase ist Planung daheim, die 2. ist Beurteilung vor Ort und die 3. ist dann die Entscheidung im Einzelhandel. In jeder von diesen 3 Phasen tut man sich Gedanken machen über das Verhältnis, über das Gelände und über den Faktor Mensch. Und die 3 Faktoren, die tut man miteinander kombinieren. In der Planung geht es vor allem darum, dass man in erster Linie ein gutes Tourziel festlegen, auf einer Karte selber einzeichnen. Und das ist abhängig natürlich von der Lawinensituation, vom Wetter und natürlich auch von der Zusammensetzung der Gruppe und von den eigenen persönlichen Fähigkeiten. Ja, bevor wir morgen da auf die Skitour gehen können, müssen wir zuerst ein bisschen, uns mit der Situation auseinandersetzen. Lawinenbilder sieht so aus. Wir sind hier im Bivio, das heisst in dieser Region hier unten. Und die Bilder beschreiben es hier noch als erhebliche Lawinengefahr. Wenn ich das jetzt so ein bisschen anschaue, kann ich hier möglichst gut um die steile Bord durchlaufen. Und zu oberst oben hat es doch eine Stelle, wo eine kurze Passage ein bisschen stutziger ist. Und die müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Und wenn ich jetzt das mit der grafischen Reduktionsmethode mal ein bisschen kombiniere und schaue, ja, wie sieht das aus mit der Fahrstufe und den Neigungen. Die Neigungen da sind so zwischen 30 und 35 Grad. Das heisst, wir wären irgendwo da dazwischen. Und wenn wir jetzt da erheblich ausgehen, dann landen wir da irgendwo im Orangen rein. Wir schauen jetzt mal, was wir alles mitnehmen für eine Skitour. Als erstes brauchen wir natürlich einen Rucksack. Das wäre jetzt ein Rucksack mit Airbag, es kann aber auch ein normaler Rucksack sein. Dann brauchen wir die Lawinen-Notfallausrüstung. Das besteht aus Schaufeln, Lawinensonden und einem LVS. Dann braucht es Aufstiegshilfe, also Fell, vielleicht noch Hartschießen. Dann die Bekleidung ist ganz wichtig, Orientierungsmittel, dass wir Karten haben, entweder auf dem Telefon gespeichert. Und wenn man das auf dem Telefon hat, muss man unbedingt schauen, dass man auch etwas auf Papier hat, entweder einen Ausdruck von der Tour oder Landeskarte. Und den Kompass, so als Notnagel, kann auch nicht schaden. Also bei der 2. Phase geht es um die Beurteilung vor Ort. Bei den Verhältnissen geht es darum, dass man die aktuelle Lawinensituation und das Wetter beurteilen. Beim Gelände tut man den Routenverlauf der Karte mit der Realität im Gelände vergleichen und überprüfen. Und beim Faktor Mensch geht es darum, dass man die Verfassung der Teilnehmer am Tourentag nochmal anschauen und vor allem auch eine LVS-Kontrolle macht. Das ist eigentlich der Start von jedem Tourentag. Die LVS-Kontrolle machen wir eigentlich immer, egal wie die Lawinensituation ist. Und dort geht es eigentlich darum, dass man bei allen Teilnehmern überprüfen, ob alle ihr Gerät eingeschaltet haben. Also, jetzt sind wir hier draußen im Gelände. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir wirklich unsere Fühler ausstrecken, ein bisschen beobachten, die Schneeoberfläche anschauen, schauen, ob es Unterschiede gibt, Spuren. Wir sehen, dass der Wind geschafft hat. Wir sehen hier oben den Grat, wo es ein bisschen abblasen ist. Seitdem hat es Windspuren und man sieht sehr schön, wie der Wind hier in der Kammlage, im Windschatten, den Triebschnee gebildet hat und auch eine Lawine. Die ist wahrscheinlich gestern oder vorgestern abgegangen. Und jetzt ist sie wieder leicht überschneit von dem kleinen Neuschnee über Nacht. Und das sind genau die Gefahrstellen mit dem Triebschnee, den Hängen, die wir jetzt beachten müssen. Ein wichtiger Teil der Lawinenprävention ist, dass man potenzielles Lawinengelände erkennen kann. Und das Gelände muss man dann auch in der Routenwahl einbeziehen und mit der aktuellen Lawine- und Wetterverhältnis kombinieren. Also da sehen wir jetzt ganz verschiedenes Gelände. Und was man da sehr schön sieht, ist, in welchem Gelände Lawinen typischerweise abgehen. Da vorne sehen wir wieder ein frisches Schneebrett, wo vom Wind her der Triebschnee eingeblasen worden ist und das Schneebrett in dem steilen Bereich, also typischerweise 35 bis 40 Grad steil und leicht muldenförmig abgeleitet ist. Was man auch sehr schön sieht, dass es auch andere Hänge noch hat, wo der Schnee noch drin liegt, wo es immer noch, auch noch Triebschnee hat. Also das sind Hänge, die sehr ähnlich sind wie die Schneebrettlawinen. Das sind Hänge, die man noch meiden sollte und uns eher drum bewegen und auch genug Abstand haben von diesen Hängen.
Wir sehen jetzt hier auf dieser Karte wichtige Bereiche vom Lawinengelände. In Rot sind typische Arisgebiete, wo Lawinen, Schneebrettlawinen können losbrechen können. In Blau sieht man Bereiche, wo man auch fernauslösen kann, obwohl es dort nicht mehr so steil ist. Und in Gelb sieht man Bereiche, wo eine Lawine, die im Roten anreissen würde, einflüssen könnte. Die dritte Phase ist die Beurteilung im Einzelhang. Entscheidungen kann man jetzt da nicht mehr rausschieben. Im Einzelhang ist es ganz wichtig, dass man sich überlegt, wie wahrscheinlich, dass jetzt in diesem Hang eine Lawinenauslösung ist. Man überlegt sich auch, was wären die Konsequenzen, wenn eine Lawine losgehen würde. Also könnte ich verschüttet werden oder könnte man abstürzen. Und vom Faktor Mensch her ist es ganz wichtig, dass man sich Gedanken macht, wie tue ich die Spur anlegen. Was gibt es für Möglichkeiten, mit dem Verhalten das Risiko zu minimieren? Und ganz wichtig ist auch, dass man Massnahmen klar kommuniziert. Der Hang hat etwa 30 bis 35 Grad Neigung. Er ist zum Glück nicht sehr gross, aber er hat doch Treibschnee drin. Das heisst, wir sollten vielleicht nicht ganz im grossen Teil von dem Hang gehen. Wir können ihn aber gut umgehen, indem wir da ein bisschen abgehen. Und nachher auf dem Rücken drauflaufen, können wir eine relativ sichere Route reinlegen. Und wenn wir da noch ein bisschen Abstand machen, sollte das schon gehen. Wenn man die drei Phasen, Planung zuhause, Beurteilung vor Ort und Entscheid im Einzelhang, konsequent durchzieht, dann kann man das Risiko auf ein akzeptables Mass reduzieren. Wichtig ist, dass man in der Planung schon Alternativen überlegt, wie wenn man dann vor Ort plötzlich etwas ändern muss, dass man es dann einfacher hat zum Entscheiden und man dann doch auch einen schönen Tourentag hat und eine schöne Abfahrt geniessen kann.